Dass das auch noch genauso glatt ausgeht, hätte ich jetzt übrigens nicht erwartet. Das ist ja mega nice. Damit ihr übrigens wisst, was das Ergebnis ist. Hier war das Ergebnis, also da ist er 21, klar, und hier wäre es 2,857142,85,71 und so weiter. Das aber bei 100 Laboren, also 100 geteilt durch diese Zahl, wären 35,000005. Dementsprechend, bis auf diese 0,000005, genau 35. Optimal, oder? 4... zwei geteilt durch die 2,86 sind gleich 35. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, kurz darüber. 1, 2, 3, kurz darüber. Die Ecken abrunden, wir kennen es ja schon. 2, Punkt. 1, 2, warte, 1, 2, 3, 4. 5. 1, kommt das da weg. Ich hab eine Idee, was wir machen. Wir runden das noch weiter. Und dann scheißen wir hier drauf. Ich meine, wir wissen natürlich durch, und ich durch meine Notes, wie es ganz genau ist, ne? Die Zahl 2,85 noch irgendwas. Aber wir runden es mal auf die Zahl auf. Also auf 2,9. Einfach weil es besser ist. So, 2,9. 1, 2, 3, 4, 5. Gleich 35. So, 1, 2, 3. Darüber. Die 3 abgerundet, habe ich da oben auch gemacht, ne? Genau. Und hier eine 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Zack. Zu Ende ziehen. Die Ecken abrunden. Dann haben wir mich jetzt komplett die Forschung ausgerechnet und unseren absoluten Endpunkt ausgerechnet. Und das wären 35 Forschungspakete pro Sekunde. Und vorher wollten wir 1 pro halbe Sekunde. Also quasi 2. Und jetzt haben wir 35. Das ist doch schon mal eine ganz andere Liga jetzt. Aber jetzt haben wir wenigstens einen festen Wert. Mit dem wir halt, weil ich denke mal, so macht es halt mehr Sinn, als wenn wir jetzt immer so provisorisch erstmal die Sachen oder halt gucken, wie es jetzt gerade passt und es halt immer und immer wieder erweitern und erweitern und erweitern, macht doch viel mehr Sinn, von Anfang an direkt das Endprodukt zu, also wenn man es halt kann zumindest, zu berechnen, wie halt hier die Forschung, das geht ja, ja, und das dann halt in diesem Ausmaße anzupassen. Und das Ganze dann, so notieren. Das sieht schon. Fang, so ein kleiner Fleck. Und da sind wir. Das ist unsere bisherige Anlage. Und dann das hier. Oh mein Gott, wie geil. Fang, wie ordentlich das aussieht. Oh, ein Nerdgasm, Jungs und Mädels. So. Ja, und damit die Rechnung hat mir übrigens verdammt gut geholfen. Danke dafür. Also wer auch immer das gemacht hat im Wiki, danke. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, damit haben wir das nämlich erfüllt, dass wir es jetzt auch anpassen können. Also genauso ausrichten können hier.
Weil jetzt haben wir es zwar gerechnet, aber wir müssen es jetzt natürlich noch umsetzen können, ne? Das heißt, und jetzt kommt mich der große Kernpunkt, den ich euch zeigen wollte. Das ist Forschung 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Da ist die Sammelstation, hier kommen die Labore. Und jetzt fangen wir an, die Labore zu planen. Da wir 60 Stück haben, brauchen wir jetzt noch 40. Und dafür brauchen wir... Nein, so, so... Eisen. Das müssten wir eigentlich haben. Dann 1, 2, 3 und fast 4. Ich finde es übrigens cool, dass ich das kleine Bildchen mitdreht, ja? Details, Jungs, ey, Mädels. Details. So. Dann 1, 2, 3. Da müssen wir genau 100 Stück haben. Und die planen wir jetzt ein. Und zwar natürlich ganz rechts. Ne, klar. Das heißt, bei 100 Stück macht es natürlich Sinn, wenn wir so 10 Reihen, glaube ich, machen, oder? So, das kommt natürlich in dieses Feld hier rein. Unser Auto packen wir mal hier unten. Das bereinigen wir kurz. Das ganze Feld wird natürlich auch mit Steinlicht ausgestattet, ne, klar. Das habe ich jetzt auch vor allem vergessen. Na, essen bereinigen kurz von allem möglichen Dreck. Da kommt natürlich das hier noch hin. Und leer. Dachte ich mir schon fast irgendwie. Ja, es bräuchten wir eigentlich schon. Ich mache mal hier kurz eine Kiste mit den Forschungssachen. Also, die hier. Und das da. Kurz in den Müll wegpacken, damit wir Steine holen können. Hm, genau 32 Platz. Dann können wir nämlich dieses Feld ausfüllen, weil es halt unser erster... Distrikt ist von den neuen, den wir aufbauen. Wow, warum habe ich links ab hier gelenkt? Sehr intelligent. Ja, muss reichen erstmal. So. Zwei Kreise fast gedreht, bis ich angehalten habe. Nice. Und dann hier hoch. So. Dann hier entlang. Jetzt habe ich vor allem eine Sache verkackt. Ich muss natürlich den Rand mitmachen. Der gehört ja dazu. Na, nicht vergessen. Und dann sind wir auch schon wieder leer mit Stein. Top. Super. Dann können wir jetzt die Fließbänder auch wieder abreißen. Wenn wir, sobald wir die Steine da haben zumindest. Wir gehen nochmal ganz kurz gucken. Dass wir zumindest den Rand voll machen können. Die Fläche können wir danach nochmal kurz auffüllen. So. Kommt einfach zu wenig Stein an mich. Das ist es nämlich. Hier 143 wird nicht reichen. Ja, wir machen kurz die 200. Vielleicht reicht es, um den Rahmen zu ziehen. Dass wir schon mal anfangen können zu planen. Als ob ich da... Wo hänge ich denn da bitte? Frechheit. So, dann den hier mal ganz klein ziehen. Warte. So, dahin. Und dann runter. Also ein rechteres Schiff ist eigentlich nicht reichen. Ne? Achso, es ist halt die Kiste. Ich habe mich halt gefragt, warum das rot und grün ist. Also warum ich da ein Signal stehe, wie geht das denn? Oh Mann.
Ah, vielleicht reicht sogar doch. Aber gerade so, oder? Ah, nee. Wahrscheinlich gerade so nicht. Ja, gerade so nicht, natürlich. War ja klar. Aber reicht wenigstens, um das visuell zu sehen. Dann können wir das nämlich wegmachen. Das Gute ist, auf dem Stein sind wir 30% schneller. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist schon eigentlich doch schon ziemlich viel. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass ich ja jemals mal 100 Labore mit 35 Flaschen pro Sekunde mache. Das ist ein Wert, an dem habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, so, ne? Das ist schon echt krank. Krass. Das ist ein Baum. Lol. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Habe ich hier eigentlich noch Steine drin? Zufälligerweise? Nee, ne? Hätte ja sein können, dass ich Glück habe. Schade. Okay, ich würde das aber schon gerne erst ausfüllen, dieses Feld. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Na, 300 ist halt nichts, ne? Also jetzt ist so der Punkt erreicht, wo man eigentlich schon echt viel Steinproduktion braucht. Eigentlich müsste ich das oben auch aufbauen. Könnte ich ja im Prinzip eigentlich auch, weil ich habe ja genug Steinfelder da. Aber halt da oben und so, weißt du, das ist auch kacke wegen Kohle und so. Aber brauchen wir gar nicht, wir brauchen Kohle für die Öfen. Hier. Das ist ja nervig. Nee, komm, machen wir so nach und nach. Aber zumindest das reicht. Jetzt habe ich vergessen, den Rand zu machen. Egal. So, auf jeden Fall 100 Labore. Das sind 64 in der Höhe und Breite. So. Wenn wir 10 Stück pro Reihe machen, dann haben wir letztendlich, wenn wir es halt so machen, und dann halt, wir haben es ja gerade schon festgestellt, ne? 1, 2... 1, 2 Platz lassen, damit dazwischen halt 4 sind. Und dann so zusammen. 4. Dann zusammen. Dann 1, 2, 3, 4. Dann zusammen. 1, 2, 3, 4. Dann zusammen. Das war hier total übrigens dämlich. Dann wäre das nämlich ungefähr so. Ne? Das wäre nämlich in der Breite. Mal eben kurz zum Testen. 46 Blöcke. Da jetzt auf beiden Seiten natürlich noch. Weil hier kommt nochmal. Warte. Das dazu, weil hier steht natürlich dann. Nicht da. Sondern. 1, 2, 3. Da steht natürlich dann theoretisch weiß noch so ein Beacon, der gerade so mit drin ist. Das heißt, das Ganze hat Überlänge von 5 auf jeder Seite, sagen wir mal. Also hat das 46. 56, ne? So, 56. Und wir haben 64. Da müssten wir auf beiden Seiten 4 über haben, ne? Weil wir 8 überbleiben insgesamt. Das heißt, wenn wir auf beiden Seiten 4 Platz lassen, müsste es eigentlich genau passen. So, ist nur die Frage, wo wir von der Höhe anfangen. Wenn man nämlich das schon mal zumindest berechnet. Das ist gut. Okay, und von der Höhe her haben wir 10 Stück. Warte mal ganz kurz testen. Wir haben das dann. Da kommt dann ein Greifarm, Fließband. Da kommt dann dieser Beacon. Greifarm, Fließband, Labor. Ja? Das Ganze machen wir auch 10-mal. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hin. Theoretisch wäre es ja da. Dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aber jetzt 1, aber wieder 1, 2.
weil hier ist zweites Labor. Das heißt, Labor, 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 Labor. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück hier. Oha. Vielleicht machen wir sogar zwei Laborfelder und machen den Sammler irgendwie mittendrin so. Das ist ja doch echt übel groß. Hätte ich nicht erwartet von den Laboren her. Weil der ist jetzt auf jeden Fall safe nochmal 1, 2 bis dahin. Das heißt, insgesamt über haben wir 11 Felder. Oh, warum denn 11? Zwei. Eins, zwei. Sollten wir eins über. Ah. Gefällt mir gar nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt nicht noch vielleicht nochmal eine Sache anders mache. Und zwar. Wenn ich mich das jetzt hier so mache, pass auf, Fließbänder technisch, doch so mache. Ja, und von da aus weitergehe. Ist ja egal, wohin. Ich mache nur, also hier ist ja ein Tunnel, ne? Warte, machen wir es kurz mit Tunneln. Und hier ist er geblockt, ne? Können wir aber eben so blockieren. Dann gehen wir natürlich hin und machen hier die Greifarme hin, ne? Und die Mitte wollte ich ja wegmachen, weil wir die Strommasten hinsetzen können. Ist eine gute Idee. Da fehlt uns aber halt zwei Fließbänder. So fehlt uns ja auch ein Fließband. Aber mir kommt gerade noch eine Idee. Nee, dann fehlen uns ja die Beacons. Ich wollte jetzt gerade sagen, machen wir jetzt hier noch ein Fließband hin. Aber dann steht ja gar kein Verstärker da. Das können wir nicht machen. Nee, meine Ursprungsidee muss so schon gemacht werden. Also so ähnlich, sonst funktioniert die gar nicht. Okay. Das heißt aber trotzdem, dass wir es dann irgendwie machen müssen hier. Das heißt, wenn wir hier 5 Reihen machen, das ist aber kacke, weil wir haben 64 und wir haben dann 11 über. Ich brech ab, Alter. Dann machen wir unten 5 und oben 6. Ist doch scheiße. Gut, das heißt, von rechts 4, also 1, 2, 3, 4 von rechts und von unten 5. Dann wäre das nämlich der Blockplatz, der weg ist. Da kommt natürlich so ein Beacon hin, ja. 1, 2, 3. Das heißt, hier wird das Fließband kommen. Da kommt natürlich so. Wie haben wir schon Stapelgreifarme? Nee, ne? Wann kommen die eigentlich? Da, Stapelgreifarme. Ah, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Die kosten, glaube ich, aber auch. Ja, rote Schaltkreise. Ja, die müssen wir nicht irgendwann auch haben. Die müssen wir halt dann austauschen. Machen wir erstmal nur blaue. Ist ja okay. Dann 1, 2, 3. Müsste dann so sein. Prinzipiell, ne? Dann haben wir nämlich hier 4 Platz. Da kommt dann ja der Beacon hin. Dann haben wir unten 5 Platz. Ne? Und dann gehen wir damit jetzt. Ja, die können wir wegmachen. War ja nur ein Test. Und da gehen wir jetzt dann hin und bauen das Zeug. Und hier kommt dann das Fließband. Das Fließband wird natürlich langgezogen. Klar. Und da kommt dann regelmäßig im 1, 2, 3, 4 Abstand. Ah, sehr gut. Dann 1, 2. Warte, wir müssen es so machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sollen wir 8 jetzt erstmal nur, ne?
Ja, weil ich auch ein kompletter Vollidiot bin. Alter, war das jetzt schlecht. Holy shit. Ja, ich hab vergessen, dass ich zwei hintereinander mache, ne? Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Uff, ey. 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3, 4. Jetzt nicht verwirrt. Was habe ich denn da gerechnet? Eins, zwei, drei, warte. 14. Hä, wie bin ich nochmal auf die 8 gekommen? Ha. Huh. Keine Ahnung, war irgendwie dumm. Oder war das so dumm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte, wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Hier gehen wir hin. Mit Tunnel da. Der dahin geht. Tunnel da, der dahin geht. Tunnel da, der dahin geht. Da wird ein Greifarm hinkommen. Und da ein Greifarm dahin kommen. Und dieses Segment brauchen wir ja 5-mal. Und das hier sind. Genau 10. Dann brauchen wir doch 50. Wie bin ich denn früher auf einen anderen Werk gekommen? Ich bin auf 56 gekommen. Ah, nee, ist schon richtig. Ich hatte doch auf beiden Seiten 3 überstehen. Die habe ich jetzt vergessen. Und nochmal abreißen. Gott, ja, man muss doch alles irgendwie im Kopf behalten. Das ist echt nicht so einfach. Das steht ja durch die Beacons ein bisschen über. Das heißt. Moment. Warte. 1, 2, 3, 4, 5. So. Weil da habe ich ja unten schon extra dran gedacht. Ja? Das heißt hier, 1, 2, 3. Da steht der erste. Ne? Und das geht ja immer so weiter. Gut, dann kommt hier. Das Fließband. Das ist korrekt. Aber nicht so weit. Das war nämlich mein Fehler. Denn das Labor kommt ja, wenn da die Ecke ist. Jetzt ist er genau im Reichweite. Ein hoch, ein links. Ist ein Block dazwischen. Ein hoch, ein nach links. Damit der hier, wenn da die Ecke ist, 1, 2, 3 grad dran kommt. Genau das war der Plan. Ursprünglich. Das heißt, dieses Fließband geht auch nur bis dahin. Jetzt kann das da auch weg. So. Dann 2, 1, 2, 3, 4. Passt das überhaupt? Mal eben kurz gucken. Ah, wow. Ich will irgendwas testen. Weil der müsste jetzt ja. Warte. 1, 2, 3 kommt da dran. Der kommt da dran, der kommt da dran. Und der hat 1, 2, 3. Kommt gerade so dran. Genau, es sind nämlich 4 auf beiden Seiten dann. Okay, das ist genau so nach Plan. Perfekt. Nicht, dass es hier nicht rechnerisch passt, weil das wäre ja mega ärgerlich. So. Dann 1, 2, 3, 4. Gut. 1, 2, 3, 4. Gut. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, jetzt aber. Da und da kommt ein Eingang. Da und da kommt ein Ausgang. Da und da. Da und da. Nee, genau andersrum. Da. Da.
Na, ja, passt schon. Ziehen wir es erstmal komplett durch, so. Quatsch. Weil später upgraden können wir ja immer noch, weißt du? So. Der fällt natürlich raus. Die dreht sich auch bitte. So passt's, ne? Genau. Dann Strom über links und rechts. So. Und hier haben wir den Input. So, die Beacons gehen natürlich hier weiter. Wir planen die trotzdem mal ganz kurz durch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber wir machen das mal kurz ordentlich. Nur zumindest einmal, weißt du? Um zu gucken, bis wohin die gehen. So, bis dahin müsste der eigentlich gehen. Und der geht dann 1, 2, 3 nicht mehr dahin. Genau, weil der muss mich dann weg. Weil der hier dann nur eins weit weg ist und nicht wie der andere so zwei. Da muss ich eigentlich einen großen Mast vernehmen, dann habe ich genau die Größe. Ne, es ist ja 7x7 so, Quatsch. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine, weil hier geht halt nur bis dahin dann, ne? Genau, das heißt, dann wäre hier das so. So. Wunderbar. Ist auch so wirklich nicht anstrengend gewesen. So, das Ganze müssen wir natürlich noch mit Greifarm ausstatten. Immer schön mittig hier vom Außenrand. Wie anders das überhaupt plötzlich aussieht, wenn man das jetzt hier mal so in der Art macht, ne? Und nicht wie vorher. Ist schon krass. Macht einen gigantischen Unterschied. So, und natürlich den hier. Ach, ich brauche gar keine Stapelgreifarme. Bin ich dumm? Ich brauche hier nur normale schnelle Arme. Ich wollte schon Stapelgreifarme machen hier. Macht doch gar keinen Sinn. Das sind hier nur Flaschen. Da müssten die schnell eigentlich klarkommen. So. Dann hat nicht jeder vier Inputs. Das ist ordentlich. Dazwischen können wir noch die Lampen packen. Die können wir gleich anschließen. Und das geht dann, da sind ja die Beacons. Genau. Und dann geht's hier direkt weiter mit dem nächsten. Der dann 1, 2, 3, genau, also hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfekt drin ist. Optimal. Dann war mich das geregelt. Hier wäre der natürlich direkt hier. So. Und dann haben wir unsere erste Linie an Forschung. Da kommen natürlich dann über die Speed-Module dann rein. Die Dinger selber werden gepowert und hier zwischen haben wir ein bisschen Freifläche. Aber die ist auch völlig fein. Und so. Ja? Genau so wird's gemacht. Ah, schön. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz ziehen, um das aufzufüllen. Dann machen wir es eben fertig. Aber da bin ich jetzt gerade mal wieder stolz drauf. Ich finde diese ganzen Kreationen in diesem Spiel einfach so geil. Ich meine, irgendwie ist man limitiert, aber irgendwie hat man noch so einen extremen Freiraum im Spiel. Das ist der Hammer. 1500, ja gut, okay. Vielleicht reicht's ja. Muss eigentlich. Oder? Na, nicht so rein. Ja, ein bisschen raus. Perfekt. Na, doch, könnte reichen. Ja, locker. Und um die rechte Ecke noch zu machen. Zack. Da haben wir unseren kleinen Platz. Jetzt mal eben ganz kurz was gucken. Wir haben jetzt rechts vier Platz gelassen, ne? Links haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir hätten eigentlich auf beiden Seiten 5 Platz lassen können, ne? Und ich bin ehrlich, das knusert mich gerade ein bisschen.
Scheiße, ich hasse Perfektionismus, ne? Also das muss auch ordentlich sein. Das muss einfach geil aussehen. Ja, dann ziehen wir es erstmal mal ein bisschen nach links. Das heißt, so. So. Dann kann der ganze Kram nicht alles um einen nach links verschoben werden. Das heißt, die hier auch. Und vor allem die hier. So. Ist natürlich jetzt mega ärgerlich, ich weiß, aber muss. Wir wollen es ja auch ein für alle Mal dann perfekt haben, weil das ist jetzt auf Endgame ausgerechnet, komplett Endgame. Dann passt das auch, weißt du?